Wenn wir nichts tun, gibt es überall große Not, besonders unter der ärmeren Bevölkerung. Ich bin jedoch überzeugt, dass die meisten es überleben werden. Ihr seid so ein gütiger, großherziger Mensch. Ich werde alle Vorbereitungen treffen. Das Leben eurer Untertanen wird erstmal einfacher sein, aber die Staatskasse wird sich nicht so leicht erholen. Hoffentlich werden wir das überleben. Natürlich könntet ihr auch unsere Goldvorräte mit eurem eigenen Vermögen wieder auffüllen. Fahren wir mit der Tagesordnung fort? Kaelin, die Vertreterin des auroranischen Volks, hat euch um eine Audienz gebeten. Man erwartet euch bereits im Thronsaal. Eure Majestät? Wir sind vielleicht Bauern, aber trotzdem wichtig. Bitte Haltung annehmen! Der König von Albion! Heute werdet ihr über den Schutz von Aurora entscheiden. Kaelin gibt ihren Vorschlag ab. Reaver wird die Sache anfechten. Also sprecht. Eure Majestät, wie ihr wisst, wird meine Stadt nach wie vor aus der umliegenden Wüste bedroht. Die Dunkelheit könnte jederzeit wieder über uns hereinbrechen. Aurora gehört nun zu eurem Königreich. Ich erbitte daher euren Schutz. Baut einen Außenposten in der Wüste, der mein Volk vor Angriffen des Kriechers warnt. So können wir die Stadt noch rechtzeitig verlassen. Nur dann werden eure Untertanen überleben. Ein Wüstenaußenposten? Ich habe nie solch einen Unsinn gehört. Und was kommt als nächstes? Kavernen unter Wasser? Getreide im Gebirge? Das ist ein törichter Vorschlag. Aurora steht unter unserem Schutz. Wir müssen den Außenposten bauen. Das Urteil des Königs gilt. Ein militärischer Außenposten soll in der Wüste um Aurora errichtet werden. Das werden wir nicht vergessen. Aurora dankt euch. Ah, ihr seid ein eigenwilliger Monarch. Deshalb seid ihr so beliebt. Na gut, so soll es sein. Die Reaver-Werke präsentieren mit Freude eine exotische Saga von Liebe, Abenteuer und Sand. Den Wüsten-Außenposten. Bringt Sabine von den Mistpeak-Vagabunden her. Heute entscheidet ihr über Mistpeak, die Heimat der Vagabunden, Eure Majestät. Sabine wird für sein Volk und sein Land sprechen. Reaver wird die Sache anfechten. Also sprecht. Ich komme, um einzulösen, was mir und meinem Volk versprochen wurde. Ihr wolltet unsere Berge wiederherstellen und unser Recht, in ihnen zu leben. Unser Teil des Handels ist erfüllt. Wir haben euer Recht, auf dem Thron zu sitzen, mit dem Leben bezahlt. Jetzt erfüllt euren Teil. Beseitigt den Schaden, den euer Bruder unserem Land angetan hat. Dann sind wir quitt.
Eure Majestät, das klingt... Ich halte mein Versprechen. Die Vagabunden bekommen die Berge von Mist Peak. Mist Peak soll ein geschütztes Gebiet werden. Die Vagabunden sollen über die Wälder und Ressourcen des Landes verfügen. Ihr steht zu eurem Wort und eurer Ehre. Die Vagabunden werden euch bis zum Ende folgen. Die Wälder von Mist Peak sind unser größter nationaler Reichtum. Und dank der Weaver-Werke erstrahlen sie jetzt in alter Pracht. Vagabunden, Vögel und Karnickel können lachen, flanieren und sich ganz im Sinne von Mutter Natur auffressen. Wer braucht das ganze Holz überhaupt? Kann ich Ihnen helfen, mein Herr? Zu Diensten, Eure Majestät. Ich erwarte euren Befehl, mein Herr. Hallo, Eure Majestät. Achtung! Es wird Zeit, Majestät, dem Schicksal die Stirn zu bieten und Elbions Armee zu mobilisieren. Wir nutzen das Geld, um die bestmögliche Verteidigung aufzubauen, doch vorher benötige ich eure Unterschrift auf einem Vertrag, der bestätigt, dass ihr euch der Anzahl der möglichen zivilen Opfer bewusst seid. Eine reine Formalität. Sollte euch die Zahl erschrecken, möchtet ihr vielleicht möglichst viel Gold an die Staatskasse spenden, bevor ihr unterschreibt. Sehr gut. Bitte unterschreibt auf der gepunkteten Linie. Ah, ihr zweifelt. Vollkommen verständlich. Es hat keine Eile, Majestät. Sehr gut. Bitte unterschreibt auf der gepunkteten Linie. Ah, ihr zweifelt. Vollkommen verständlich. Willkommen im Unterschlupf. Klar, Majestät? Sir. Seid gegrüßt, das Geschäft Majestät. Lief nie besser. Die größten Verkaufsschlager von Bowerstone.
Wüste soll eine Art Fort gebaut worden sein. Mein Herr? Schön, euch zu sehen, Majestät. So sollte ein Held aussehen. Ich schlage wie ein Mädchen, oh, ja? Hallo, ja. Herr! Oder wie Mama sagt, der große Boss. Ich erreiche das Verlies und gehe hinein. Das ist nur... Hier ist alles in Ordnung, Sir. Mein Herr? Grüße euch. Grüße. Hallo, ihr könntet mir dabei helfen, die Straßen hier zu säubern. Es ist peinlich, aber es gab einige Gefängnisausbrüche und wir haben nicht genug Leute, um die Verbrecher zu verfolgen. Ich bezahle euch für eure Hilfe. Spürt sie auf und bringt sie zurück. Sie werden sich natürlich wehren, aber damit werdet ihr schon zurechtkommen. Gut. Bringt ihn her und ich mach den Rest. Mein Herr. Das furzt ja. Sir. Hallo, mein Herr. Hallo, ihr Sir. Ihr macht über unser Königreich. Ihr bekommt mich nicht lebend, sage ich euch. Na gut, aber nur dieses eine Mal. Unser ja, Lager ist leer. Deshalb schön. Werde ich euch für einige Dinge mehr geben. Wir verhaften Kriminelle, aber euch nicht. Irgendwie zweierlei Maß, oder? Ihr wollt über mich urteilen? Ihr habt sicher auch schon Dinge mitgehen lassen. Nein, bitte! Es war mir eine Lehre. Ich breche das Gesetz nicht mehr. Versprochen! Jedenfalls nicht oft. Na, wenn das mal nicht unser Stiefelfüller Robinson ist, der berüchtigte Schmuckdieb Albions. Fantastische Arbeit! Hier, das habt ihr euch verdient! Hallo. Reva ist ein toller Brocken. Ich liebe seine Stinkesocken. Ich liebe Reva einfach. Ich verehre ihn. Er ist so großartig, so... Oh, einfach so, so knackig und heiß. Ich habe eine große Reva-Sammlung. Taschentücher, signierte Bücher, einen seiner Bärte, einen Hut, eine Hose. Sogar ein Foto, obwohl das etwas blutbefleckt ist. Egal, jedenfalls habe ich viel Reva-Zeug. Mir fehlt nur eine Sache, eine ganz besondere Sache... Seine Unterhose. Ich weiß, es klingt seltsam, aber ich will unbedingt eine seiner Unterhosen. Und sie darf nicht so frisch sein. Der beste Ort zum Suchen ist in seiner alten Villa. Da gab es wohl eine Geheimkammer, die von seinem Schlafzimmer abging. Offenbar seine Vergnügungskammer. Vielleicht hat er dort eine zurückgelassen. Ich habe schon versucht, hineinzugelangen, aber seitdem muss ich mindestens 100 Meter Abstand zur Villa halten. Naja, ich kann also nicht gehen. Versucht, seine Unterhose zu bekommen? Ich kann es nicht glauben. Großartig.
Ich bin nicht wie diese gemeinen Zwerge. Ich bin schlimmer! Gut, dass ihr gekommen seid. Ich brauche was zum Lachen. Ich mag kleine Welpen gerne. Am liebsten knusprig am Spieß gebraten. Herzlich willkommen. Das Tümpelblick-Anwesen gehört jetzt euch. Ihr werdet sicherlich erfreut sein, dass ich, Weaver, der vorherige Besitzer war. Die Echos unzähliger Feste werden euch begleiten, während ihr im Alter dahinsiecht. Solltet ihr diesen Verfall beschleunigen wollen, empfehle ich euch, das Rad im Ballsaal zu drehen, um an einem Spiel teilzunehmen, das ich oft gespielt habe. Tschüss auch.
hallo. Ich biete bares Geld für Dinge, die ihr nicht wollt. Sofort. Da wird ein Bade gesucht. Ihr findet nichts Besseres in ganz Bowerstone. Wie geht es euch, Sir? Mein Herr. Hallo, Schatz. Hallo, Berühmtheit. Der König. Oder wie Mama sagt, du bist es. Oh, hallo. Hallo, Sir. Für König und Land. Wow, seine Unterhose. Ihr habt es geschafft. Grandios. Ich bin so glücklich. Meine Sammlung ist komplett. Thank you.